Guten Huhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge NHL 19 Franchise Mode mit den New York Islanders. Heute allerdings mit dem Farmteam unterwegs, mit den Bridgeport Sound Tigers. Und zwar zu Hause gegen die Rochester Americans. Die wollen natürlich Revanche für das 4-2 aus dem Hinspiel. Oder aus dem ersten Spiel. Hinspiel ist ja nicht. Ja, wollen wir natürlich nicht. Wir wollen wieder einen Sieg. So, in der Webster Bank Arena in Bridgeport. Die Tier ist, glaube ich, Connecticut. Und los geht's. Über Umwege gewonnen. Was spielt denn der da vorne, der Verteidiger? Der soll an der blauen Linie bleiben, verdammter Mist. Das glaube ich ja nicht, ey. Da rennt der da. So ein Bullypunkt. Ui, 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 ui. Oh, was ist denn das für ein Pass, meine? Ah, ey, wird Zeit, dass der andere wiederkommt. Das ist ja nicht anzukicken hier. Boah. Und dann so eine Fehler, ey. Oh, los jetzt, ey. Ey, wie schnell die backchecken. Das ist ja nie wahr. Da warst du gerade noch 2 auf 1, hast du plötzlich 2 auf 5. Was ich nicht verstehe, ist, dass immer mit jeder Schwierigkeitsstufe auch die Geschwindigkeit nach oben geht. Was ich völliger Schwachsinn finde. Also entweder man ist schnell in jeder Schwierigkeitsstufe oder man ist langsam in jeder Schwierigkeitsstufe. Aber hier ist man schnell, da ist man langsam. Ist doch völliger Blödsinn. Ja klar, warum schießt der nicht, wenn man drückt? Ey, Mann, Mann, Mann. EA Sports. Einfach mal eine vernünftige Steuerung hinkriegen, die dann reagiert, wenn man auch drückt. Nicht erst 3 Tage später, wenn es den lieben Computer oder der CPU in den Kram passt. Natürlich können meine nicht auf der Stelle wenden. Wump. Wenigstens nicht funktioniert. Der Burg trifft. Schöner, trockener Schuss. Ryan Burg, der andere. Wir haben ja zwei. Wir haben einmal Chris und einmal Ryan. Auch da habe ich noch nicht nachgeguckt, ob die verwandt sind.
bei Dings habe ich auch mal noch nicht nachgeguckt. Ach, das schleift, das schleift. Stopp. Nach Pause führen wir 1:0. Oh, ist natürlich auch hart, wa? Ein Schuss, ein Tor. Da sieht die Fangquote beim englischen Torhüter mal so ein bisschen suboptimal aus. Kleines bisschen. Klar, drei Mann von mir und wer kriegt den Puck? Der Gegner. Mann, Mann. Ui. Der war aber schön gezielt. Vier Spiele, vier Tore, kann man mal so machen. Er hat allerdings auch ein bisschen Erfahrung, ne? Bin nicht mehr der Jüngste. Ibsen steht heute übrigens wieder im Tor. Wow! Da hat er Zielwasser getrunken. Wer steht denn da? Wilcox. Ich wäre eher dran gewesen. Boah. Oh, der war gut. Ach, Schickkram. Ein Tor bis zum Hattrick. Ja, ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich bin in dieser Karriere der Erste mit dem Hattrick. Ein Assist-Hattrick hatten wir ja schon. Das hat Kühnhackel gemacht mit seinen drei Assists. Aber das zählt ja leider nicht als... Oh, schön! Der andere Berg diesmal. Boah, schade. Wie? Also, ich hab nicht geschossen und
Ich weiß auch, dass keiner von meinen Dranne war. Hätte also eigentlich Eisen gehen müssen. Ui. Wow, schade, aber schön gespielt. So, wie sieht's da aus? Sieben Schüsse? Oh, sieben Schüsse, drei Tore ist natürlich auch vernichtend. Aber solange es immer für die anderen mies aussieht, ist mir das auch so leicht egal. Schade. Natürlich auch schön, dass er bei mir hoppelt ohne Ende. Ne, da wollte ich nicht hin. Bumm. Mann! Ich war das nicht. Na weg. Oh oh, nicht gut. Die Burg Provident Bruins geht's als nächstes. Dann auch keine schlechten. Richtig. Schön, dass der da an der Bande steht und nicht reagiert. Steht da und guckt zu, was der Gegner macht. Natürlich. Ey.
Tense Kino. Ach, schön gehakt, schön gehalten, ne? Mann, 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 ey. Boah, ja, na klar. Ja, allein nur durch Vorbeifahren kriegt er den Puck. Herzlichen Glückwunsch. Ich erinnere nochmal, dass ich die Abfangquote von gegnerischen Pässen hier untergesetzt hatte. Aber Gibson hat seinen ersten Shutout diese Saison. Da kann er sich zu Recht freuen. Hat einen klasse Job gemacht und auch seine Vordermänner haben gut nach hinten gearbeitet. Ja, und Mann des Spiels war natürlich dann daneben noch Gionta, der mit zwei Toren maßgeblich an diesem Erfolg beteiligt war. Ja, sehr schön. Wieder zwei Punkte auf der Habenseite. So kann das weitergehen. 13 Paraden hat Gibson ausgepackt. Sehr schön. So, aber jetzt. Wenn das Spiel vorbei ist, werde ich mal nachgucken, was für ein Verwandtschaftsverhältnis diese Spieler verbindet. So, das nächste Spiel wäre dann in Anaheim und danach geht es zu den LA Kings. Also haben wir einen Roadtrip. So, mein Sislo steht im nächsten Spiel des Teams zur Verfügung. Sehr schön. Ach, Dick. So. So, Josh Bailey ist Topschütze, der Topscorer der Islanders mit 7 Punkten aus 4 Spielen. Kann man mal so machen. Ja. Das nächste Spiel gibt es dann natürlich in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Hightower.